Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute spielen wir vier Spiele, die was mit Eiern zu tun haben. Dieses Video war für den Ostersonntag gedacht, aber da ja mein Lüfter nicht wollte, ist es eben erst jetzt da. Eigentlich wollte ich für diesen Sonntag ja auch zwei Sonntagsfolgen als Ausgleich hochladen. Da ich aber wenig Zeit habe, verschiebe ich das auf nächste Woche. Dann gibt es eben nächsten Sonntag die beiden Folgen. Jetzt beginnen wir aber endlich mal mit The Amazing Daredozen. Ein sehr simples Spiel. Zuerst wollte ich davon eine komplette Folge machen, aber dann dachte ich mir, nee, damit kannst du nicht mindestens 10 Minuten füllen, das geht gar nicht. Man sieht auch schon, das Spielprinzip ist super simpel. Man klickt im richtigen Moment und das Ei springt von einem Korb in den nächsten. Und wenn man das falsch macht, ja, wie gerade ungewollt demonstriert, dann fällt man runter. Ich will zumindest bis zu einer bestimmten Stelle kommen. Da bin ich dann immer früher gestorben. Ja, es ist okay. Das Geräusch kommt mir sehr bekannt vor. Das gibt es doch sehr häufig, oder? Bei Pinball und so. Nee, nee, das war jetzt ein bisschen zu spät dran. Ja. Also ich bin erstaunt, wie gut das bisher läuft. Normalerweise, als ich das mal probiert habe, ja, schade, habe ich hier, glaube ich, schon vier oder so verloren, aber okay, der Federteufel schleicht sich jetzt doch langsam ein. Komm, ich war so gut bisher. Ja, geht doch. Die Vögel im Hintergrund drehen schon völlig durch. Nee, also das ist halt kein Material für eine. Oh, ich dachte schon, ich schaffe das jetzt nicht, auf so ein statisches Korb zu springen. Oder eher in einen Korb. Auf wäre auch geil, wa? So schön auf der Kante erstmal balancieren. Naja. Es ist echt gut. Wow. Wenn das so weitergeht, dann wird das Spiel doch allein hier in der Folge sein, weil ich so weit komme. Das glaube ich aber eher nicht. Jawohl. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass ich bis zu der Stelle komme, die ich zeigen will. Das wird jetzt auch recht spannend, denn diese beiden Körbe sind ja genau untereinander. Das heißt, ich muss jetzt an dieser Ecke hier hoch. Ja, Wahnsinn. Es ist krass. Normalerweise sagt man ja, man ist konzentrierter, wenn man nicht gleichzeitig redet und spielt. Aber ich bin gerade besser als bei meiner Testrunde letzte Woche, wo ich eben nicht gesprochen habe. Jetzt kommen jetzt, wenn es ihn genau wechselt, dann. Jo, Mann! Es kommt immer noch nicht, es kommt immer noch nicht. Ja, doch, 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 was erzähl ich? Da ist es doch schon. Ich habe es gar nicht im ersten Moment gescheckt, aber das Körbchen dort bewegt sich diagonal. Und bis dahin wollte ich nur kommen. Nur um das mal zu zeigen. Ey, vielleicht spiele ich das Spiel durch, ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Ich habe das noch nie durchgespielt, obwohl ich das immer mal just for fun früher gezockt habe. Wie weit geht das Spiel wohl? Oh, das war dumm. Das war jetzt einfach mal völlig mittendrin mal losgelassen, um zu gucken, aber. Oh, was? Okay, das war jetzt. Das ist schwer. Das ist echt übel jetzt. Oh ja. Wow! Ob es noch mehr Sachen gibt? Ich bin nie wirklich weitergekommen. Nein! Ich bin nie wirklich weitergekommen als bis zu den ersten Diagonalen. Yo. Das war auch relativ gefährlich, sofort loszukicken, ohne überhaupt die Geschwindigkeit zu sehen. Ja, 400. Not bad. Also, ich weiß, ich lobe mich gerade die gesamte Zeit über den grünen Klee. Sagt man das so? Ich glaube, irgendwie so sagt man das. Aber ich bin nun mal gerade erstaunt, wie tadellos das läuft hier. Was war das jetzt? Das war gar nichts. Ich hätte niemals gedacht, so weit zu kommen. Niemals. Glaub, die Testrunde. Ja, oh shit. Ich glaube, die Testrunde waren echt nur so knapp unter 300 oder so. Oh nein! Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist die Stelle, der ist die Todesstelle, glaube ich. Jo, ich krieg's nicht hin. Schade, so schnell kann es dann doch wieder gehen. Aber das war ja auch nur das erste von vier Spielen in dieser Folge. Thank you.
Da wären wir beim zweiten Spiel, das auf den schönen Namen Egg Run hört. Ich kann mich entscheiden zwischen drei Kursen. Der erste ist leicht, der zweite mittel, der dritte schwer. Und ich nehme tatsächlich nur den einfachen Kurs, da wir hier völlig normale Spielregeln haben. Bei den anderen beiden wären Eis- und Weltraumphysik. Das ist aber nicht wirklich geeignet für so eine Präsentation. Was muss man hier machen? Man sieht es ja eigentlich schon wieder gut. Ich muss den Stock aufsammeln und dann dort landen, wo eine Leiter runterkommt. Pro, ja, Raum möchte ich es mal bezeichnen, ja. Ich glaube, es war auch eine gute Idee, mich für den leichten Kurs zu entscheiden, aus Zeitgründen, denn es müssen ja vier Spiele reinpassen ins Video. Oh, nee, den bekommt man nicht mit dem ersten Sprung. Ob das gehen würde? Nee, oder? Gut. Wenn man ins Nichts fällt, dann schreit das Ei heftig und wir bekommen zwei Strafsprünge. Willst du mich? Das wäre so geil gewesen. Das geht auch hundertprozentig. Da bin ich mir sehr sicher. Schade. Aber er hat die Kante halt gestriffen. Oder gestreift. Sagt man gestriffen oder gestreift? Jetzt geht's wieder los, Leute. Dass ich überlege. Aber nein, es ist wichtiger, das Spiel zu spielen. Na komm jetzt. Nein. Die Physik ist leider nicht so, dass man hier kreuz und quer durch den Raum fliegen kann. Sonst hätte ich da einen Wand, ja, Abpraller machen können, bis da oben hin auf die andere Seite. Das könnte auch gehen. Also bei Speedruns, beziehungsweise Highscore-Jägern, wäre sowas doch bestimmt gut, dass man da mit zwei Sprüngen hier raufkommt. Nach. Jo, das geht auch. Kommt man da mit einem hin? Nein, niemals. Selbst wenn man den besten Winkel raussucht. Komm, jo, 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 ja. Und das war's schon. Das ging jetzt aber echt schnell. Okay, das ging ein bisschen zu schnell. Dann zeige ich euch zumindest den Anfang von der Eiswelt. Nur bist du in einem Screen, mit dem ich keinen Bock mehr habe oder so. Jo, ich habe jetzt schon eigentlich keine Lust mehr auf die Eiswelt. Oh Mann. Oder nee, ich zeige am besten mal alle drei Welten, wenn wir schon das einzige Mal hier sind. Ja, hier noch. Jo, beste. Dann genau. Ja, wie komme ich denn jetzt am besten hier raus? Nee, so nicht. Ich glaube, ich komme gar nicht mehr raus aus dem aktuellen, oder? Nee, na gut, dann wechsle ich doch mal schon. Die nächsten beiden Spiele sind im Twins-Spiele-Forum. Das ist ein Forum, bei dem Langton sich registriert hat. Wir starten hier mit Easter Eggs. Und ich muss nicht viel dazu sagen. Erstmal muss man über reinklicken, damit man sich bewegen kann. Damit habe ich schon das erste Leben verloren, weil ich nicht loslaufen durfte. Ja. Lasst es auf euch wirken. Es ist kein Witz. Bei diesem Spiel habe ich den Highscore von allen Leuten mit 517 Punkten. Und man bekommt hier nur ein. Ja, man bekommt nur einen einzigen Punkt pro Ei. So viel Geduld hatte ich. 517 davon im Korb zu sammeln. So viel werde ich jetzt aber nicht zeigen, das verspreche ich. Na, ist euch auch schon so langweilig wie mir? Die Musik ist ganz gut, aber sonst auch nicht viel mehr. Warum kann dieses Insekt da oben so riesige Eier runterwerfen? Wie ist das überhaupt physikalisch möglich? Und warum laufe ich nicht, sondern slide über die Gras, ja, über die Grasfläche drüber? Na, no. Okay, gut. Ich bin sowieso gerade unkonzentriert, sonst wäre ich viel besser. Es ist das genaue Gegenteil vom ersten Spiel, wo ich konzentriert war und gesprochen habe. Hier kann ich mich nicht konzentrieren, auch, ja, wenn ich spreche. Na komm, wir machen mal bis 40 oder so. Und dann soll es das auch gewesen sein. Die letzten beiden werden nur ganz kurz da sein, das ist klar. Oh, jetzt habe ich doch noch eins gesammelt. Mann, ich halte mich nicht an meine eigenen Worte, Schüler. Und das letzte Spiel soll X sein. Ein Moment gehen. Das ist ein bisschen klein, oder? Gut, dass ich die Aufnahmegröße auf den kompletten Bildschirm aufgerichtet habe. So kann ich das jetzt vergrößern hier. Ja, ähnliches Spielprinzip, nur dass jetzt sehr viele Eier runterkommen in viel schnellerem Tempo.
Auch dieses Spielprinzip ist noch nicht unbekannt, das sieht man auch öfter mal. Also, Langton schafft es immer bis zum 8. Level, wo ich mich frage, wie ist das überhaupt möglich? Ich glaube, ich werde es vielleicht bis zum 4. schaffen. Jo. Also, da muss man unfassbar, ja, da muss man unfassbar gute Reaktionsgeschwindigkeiten haben, um das hinzubekommen. Oder ein Geistesabwesen sein. Ich habe gerade ins Leere geschaut und irgendwie ging's dann. Boah. Alter. Okay, das war's. Mehr schaffe ich nicht. Ich war jetzt schon völlig überfordert und hab's gerade so geschafft. Wie soll man das bis ins 8. Level schaffen? Wow. Okay, einmal noch. Einmal noch. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, viel besser zu sein. Der Gesichtsausdruck von Moho da oben, wenn gerade Eier rauskommen, ist auch sehr viel wert. Ja, das ist jetzt hier nicht so schwierig. Wir müssen uns dann mal den Skill angucken. Ich habe ja jetzt, also dann wahrscheinlich so um die 100 nach dem 4. Level. Ich habe nicht drauf geachtet vorhin. Geht gar nicht. Das geht gar nicht, sowas. Es gibt wirklich Menschen, die sowas schaffen, außer krasse Japaner oder sowas? Oh. Das war, da war schon viel Gutes dabei, aber. Ne. No way, no way. So, ich submitte jetzt meinen Score. Und dann wollen wir uns das doch mal ansehen. Der no 9. Platz, na immerhin. Wo sehe ich das jetzt? Moment. Ich will das jetzt wirklich mal zeigen. Da, wo war der da? Nee, ma 432. Da bleibt mir im Grunde nur noch zu sagen, was für eine Schweinerei. Bis zum nächsten Mal. Es ist vorbei. Eieiei.